YouTube. Cybermobbing und Hater-Kommentare. Natürlich soll es auf YouTube in erster Linie um Spaß und tolle Videos gehen. Trotzdem kann es vorkommen, dass andere gemeine Kommentare hinterlassen oder dich belästigen. Das kannst du tun. Nun tun. Ignorieren. Auch wenn es schwerfällt, reagiere nicht auf alle Nachrichten, die dich ärgern. Den Mobbern wird so hoffentlich auch bald langweilig. Blockieren. Sperre Nutzer, Nutzerinnen, die dich verletzen. Sie können dir deine Videos dann nicht mehr kommentieren und dir keine Privatnachrichten mehr schicken. Vorbeweise sichern durch Screenshots. Melden. Du kannst lästige Nutzerinnen direkt an YouTube melden. Verstoßen sie gegen die Spielregeln von YouTube, werden ihre Accounts gelöscht. Auch unangenehme Videos kannst du melden. Tipps. Kein Bock auf blöde Kommentare. Du kannst Kommentarfunktionen komplett deaktivieren oder Kommentar von bestimmten Nutzerinnen automatisch filtern. Reden. Spricht jemanden, mit dem du vertraust, egal ob Freunde, Eltern oder Vertrauenslehrerin. Gemeinsam könnt ihr gegen die Mobber vorgehen, auch wenn er sie dir nicht sofort helfen kann. Tu es gut, deine Gedanken und Gefühle rauszulassen. YouTuber, YouTuberin werden. Viele träumen davon, YouTuber oder YouTuberin zu werden, coole Videos zu drehen und über ihre Lieblingsthemen zu sprechen. Am Anfang ist es meistens noch nicht ganz klar, wie viel Arbeit das werden könnte. Lass dir Folgendes durch den Kopf gehen. Ideen sind gefragt. Wer erfolgreich werden will, muss regelmäßig neue Videos zu interessanten Themen hochladen. Dafür brauchst du Zeit und Kreativität. Gut Ding braucht Weile. Besonders zu Beginn dauert es ein bisschen, bis du deine gewisse Anzahl an Zuschauern oder Abos hast. Bleib dran. Vernetze dich mit YouTubern und erwähnt euch gegen... Vernetze dich mit YouTubern und erwähnt euch gegenseitig in Videos. Pflege deine Community, antworte auf Kommentare und gehe auf konstruktive Kritik ein. Kosten entstehen. YouTuber, YouTuberinnen benötigen die passende Ausrüstung, zum Beispiel eine gute Kamera oder ein Profi-Mikrofon. Hab Spaß dabei. Dein Publikum merkt, wenn du nicht leidenschaftlich bei der Sache bist oder dich die Themen gar nicht wirklich interessieren. Haters gonna hate. Es wird immer Leute geben, die deine Videos nicht gefallen. Stelle dich auf nicht so nette Bewertungen und Kommentare ein. Schütze deine Privatsphäre. Gib nicht zu viel von dir preis. Deine Handynummer, deine Wohnadresse oder deine Schule gehen niemandem etwas an. Denn du weißt nie, wer deine Videos anschaut. Achte darauf, dass du in Videos niemals eine Vorderseite deines Hauses oder wertvolle Sachen in deiner Wohnung zeigst. Vorsicht, Einbrecher. Auch wer zu viel Privates oder Intimes von Fremden teilt, macht sich angreifbar und setzt sich eventuell aus sexueller Anmache aus. Du bestimmst, wer deine Videos sehen kann. Überleg dir genau, wo du dein Video öffentlich machst. Es nur bestimmten Leuten zeigen willst, nicht gelistet oder ganz auf privat schaltest. Du kannst für jedes deiner einzelnen Videos einstellen, ob andere dieses Video auf ihrer Webseite oder ihrem Blog posten können. Niemand muss erfahren, welche Videos von dir gefallen, welche Playlist du speicherst oder welcher YouTuber, YouTuberin du abonniert hast. Schalte diese Infos auf privat. Tipps. Eine Übersicht über Funktionen und eine Einstellung von YouTube gibt es im Handysektor-App-Test, www.handysektor.de/apps, Top 10 Apps, YouTube, HTML. Weitere Informationen findest du im ClickSafe-Leitfaden, www.clicksafe.de/Leitfaden. Urheberrecht, was ist erlaubt? Wie auch sonst im Internet gelten auf YouTube Gesetze, die du unbedingt beachten musst. Ohne Erlaubnis des Urhebers, der Urheberin, darfst du keine fremden Videos in deinen YouTube-Kanal hochladen, was erlaubt ist. Videos von anderen oder einer Playlist hinzufügen auf Facebook und Co. teilen auch andere deiner Webseite ein. Vorsicht im Hintergrund Musik in deinen Videos. Verwende am besten eigene Lieder oder Musik, die unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurde. Das gilt auch für Bilder der Videoausschnitte. In deinem Video sind andere Leute zu sehen, dann frag vor dem Posten nach, ob sie damit einverstanden sind. Vor allem damit, wenn es sich um peinliche Aufnahmen wie zum Beispiel Pranks handelt. Denn laut dem Recht auf eigenes Bild darfst du Bilder nicht ohne Bestimmung der abgebildeten Person veröffentlichen oder niemanden Bilder bloßstellen oder herabsetzen. Tipp, du hast Urheberrechte verletzt, drohen Abmahnung oder hohe Kosten, nimm Abmahnung unbedingt ernst und lass dich gemeinsam mit deinen Eltern beraten. Weitere Infos zu Urheberrecht
findest du unter www.handysektor.de oder Urheberrecht, www.clicksafe.de, Rights, iRights und www.verbraucherzentrale.de. Die Links werde ich nochmal unten verklicken. Bis zum nächsten Video.